Ja, der nächste Redner ist mit Sicherheit kein Unbekannter. Es ist Bruno Pasteurs, Jahrgang 1952, verheiratet, eine Tochter und zwei Enkelkinder, bis jetzt zumindest. Seit seiner Jugend auch vielfältig politisch aktiv, ist 2000 der NPD beigetreten. Ich glaube, der Grund, das kann er vielleicht selbst dann schildern, war auch gerade das Verbotsverfahren, dass er gesagt hat, jetzt erst recht. Das ist toll. Es gibt also nicht nur Menschen, die eben austreten aus Angst vor so einem Verbotsverfahren, sondern es gibt auch Menschen, die dafür eintreten oder eingetreten sind. Da schon mal einen Zwischenapplaus für Udo Pasteurs auf alle Fälle. Aber der Worte sind jetzt genug gewechselt, erstmal zwischen mir und dem Publikum. Udo ist schon nach oben, er kann es gar nicht mehr erwarten gekommen, er ist schon richtig heiß. Deswegen feuerfrei für unsere Sprachkanone aus Mecklenburg und Pommern. Ja, liebe Kameradinnen und Kameraden, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Parteivorsitzender, ich begrüße auch sehr herzlich alle diejenigen, die heute hier in diese schöne Halle gekommen sind, um bei der NPD zu Gast zu sein, um sich zu informieren. Und so wie ich das bisher beurteile, war das, was wir geboten bekommen haben, mehr als Motivation mitzukämpfen und wenn nötig auch mitzuleiden. Wobei ich dann schon beim Thema bin. Ich hatte mir ein Manuskript gemacht und wollte hier Themen anschneiden, die ich nicht mehr anzuschneiden brauche, weil nämlich hier Sascha Roßmüller, ein von mir hochgeschätzter Mitkämpfer und Kamerad, das in einer Art und Weise dargeboten hat, wie ich glaube, kaum jemand in der Lage ist, das noch zu überbieten. Und deswegen sage ich auch hier, Sascha, ich kenne dich auch schon rund 20 Jahre ungefähr. Das war nicht nur brillant, sondern auch nötig, um klar herauszustellen, in welchen politischen Verhältnissen heute unser Vaterland uns um ihr Leben kämpft. Vielen Dank. Und weil das so ist, versuche ich etwas ganz anders zu machen, aber in Ergänzung zu dem, was wir bisher gehört haben. Und wir hatten ja auch schon den lebenden Beweis, hier heute aktuell auf dieser Bühne in musikalischer Form dargeboten, eine politische Aussage in Liedform und ein Diskussionsbeitrag, der ganz deutlich uns allen und wenn es möglich ist auch vor allem den Menschen, die draußen jetzt hier vielleicht zuhören, klar die Botschaft entgegenzurufen, wir leben vielleicht in einem Rechtsstaat, aber dieser Staat urteilt nach Recht und nach Gesetzen, die wir zutiefst anzweifeln und die für uns ein brutales Unrecht ist für politisch treue und anständige nationale Menschen in Deutschland, liebe Freunde. Ich möchte hier heute mit einem Zitat eines Kriegsverbrechers beginnen, den wir alle, vor allen Dingen unsere älteren Mitbürger und Mitbürgerinnen, unsere älteren deutschen Frauen, Männer und Kinder sehr gut praktisch kennengelernt haben. Ich spreche von Churchill. Churchill sagte einmal über uns, über die Deutschen, man hat sie entweder an der Gurgel oder auf den Knien vor sich rutschend.
Zitat Ende. Und ich rufe heute von dieser Stelle aus ganz deutlich in die Landschaft, ins Land hinaus, nicht alle, lieber Herr Churchill, nicht alle Deutschen rutschen auf den Knien vor Mächten wie unsere. Die unsere Existenz als Nation, als ethnische Gruppe, als kulturell gewachsene Einheit vernichten wollen, sondern euch sagen wir einen harten Kampf an, ganz gleich, was ihr gegen uns unternehmen werdet. Und das werden wir tun. Juristisch, indem wir den Kampf fortsetzen, der einer so kleinen Partei sehr, sehr schwer fällt. Indem wir juristisch die klügsten Köpfe, die der Partei bereit sind zu dienen, in die Abwehrschlacht schicken, um aus dieser Abwehrschlacht dann auch juristisch zu einem Angriff übergehen zu können, wenn das deutsche Volk aufgewacht ist und dann Zustimmung zu Gesetzen gibt, zu denen es keine Alternative geben wird, wenn wir als Nation, als Abstammungsgemeinschaft überleben wollen. Das ist die Ultima Ratio. Das ist der kategorische Imperativ der Handlungsweise auf juristischem Gebiet. Das ist ein Riesenschlachtfeld. Und auch die neuesten Meldungen, dass man jetzt uns der Waffe des Geldes berauben will. Übrigens eine Waffengattung, ohne die etablierten Verräter- und Verbrecherparteien keine Existenz hätten. Und dann sage ich als nationaler Mann ganz klar, dann tut das doch, dann sagt doch die Parteien, und ich rede hier im Plural, bekommen ab sofort alle keinen Pfennig Geld mehr von diesem Parteiengaunerstaat, dann sind wir bereit, uns in diese Reihe einzureihen und zu sagen, dann schauen wir doch mal, wer dann noch Mitglied der FDP ist. Dann schauen wir doch mal. Schauen wir doch noch mal, wer dann noch Mitglied der Rotfrontkämpfer, Ideologen der verbrecherischen Linken ist. Und dann schauen wir doch noch mal. Wer dann bereit ist, in der CDU und in der SPD ohne Aussicht auf viel Geld vom Steuerzahler mit uns den Kampf auf der Straße oder in den Parlamenten aufnehmen zu wollen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte heute hier drei Punkte aufgreifen, die ich mir aufgrund des hervorragenden Redebeitrags von unserem Sascha Rossmüller notiert habe. Der erste Punkt ist, warum NPD? Der zweite Punkt ist, wie NPD? Und der dritte Punkt ist Perspektive unserer Partei. Warum NPD? Weil ich glaube, dass in dieser Republik
es keine Partei gibt, deren Grundlage wir Deutschen sind. Und dann fragen dann so dreimal kluge, meist an den Hochschulen versaute, linke, kriminelle, intellektueller Abschaum, was denn Deutsch sei. Und wenn die dann mal mit mir reden, was sie ja nur tun, wenn sie dadurch einen finanziellen Vorteil sich erhoffen. Weil wenn man mit der NPD redet oder mit Funktionären der NPD, die einen gewissen Bekanntheitsgrad haben, dann tun die das ja nicht um Erkenntnisgewinn für sich selbst oder für ihre Zeitungen, sondern dann tun das diese linken erbärmlichen Spinner, um daraus möglichst viel Profit für sich und ihre Lügenpresse zu generieren, liebe Freunde. Und dann mache ich das meist ganz plump vertraulich. So kennen die mich ja. Dann sage ich, schauen Sie, wenn ich Ihnen jetzt mit Hölderlin käme, ich bin ganz auf deutsches Wesen eingestellt. Erst kommt mein Volk, erst dann der anderen viele, erst meine Heimat und dann die Welt. Dann können von 1000 dieser Schmierenkomödianten, dieser Schmeißfliegenpresse, höchstens nur 1% erkennen, was ich damit meine. Und dann muss ich natürlich runterschalten, weil die sehen ja subjektiv, dass wir die Dummen sind und sie als Weltbürger Korrektivbefehle ausführen müssen, damit alles so wird, wie die Lügenpresse es für richtig hält. Und was die Lügenpresse für richtig hält, das kann man täglich in den gleichgeschalteten Medien von dpa, ZDF, ARD etc. nachlesen und sich anhören. Und dann sage ich ganz einfach zu diesen hochqualifizierten, geistig minderbemittelten, auf höchstem geistigen Niveau verblödeten, herangezüchteten, formatierten Einheits-Uni-Exemplaren: Wir halten das in der NPD so wie die Chinesen. Die definieren nämlich die Zugehörigkeit zum Staatsvolk wie folgt. Zitat: Chinese ist der, der so aussieht wie wir. Deutscher ist der, der weiß ist und so aussieht wie wir und alle anderen. Und alle anderen haben in unserem Land Zutritt nach den Maßgaben eines Staates, der sich in diesem Bereich eine Ausländergesetzgebung gegeben hat, die mehrheitlich von den Deutschen beschlossen wurde und dann an unseren Außengrenzen auch exekutiert wird. Ganz einfach. Und weil wir das so wollen und weil wir dann die Gesetze so ausgestalten, objektiv, rechtsstaatlich, absolut identitätsbewahrend, ist die NPD
die einzige politische Kraft, die das nicht nur deutlich sagt, sondern bereit ist, dafür zu werben, zu kämpfen und zu leiden. Und deswegen haben wir es verdient, dass die Menschen draußen erkennen, nach welcher Maxime, wenn sie noch ganz sauber ticken, man die Wählerstimmen auf diesem Fetzen Papier, was sich demokratische Exekutive nennt, aber mit Ausnahme der NPD nur Gleichheitsparteien und eine gleichgeschaltete Politika, eine gleichgeschaltete, wie ich meine, verbrecherische, politische, gemeinsame Organisation darstellt, der man ganz klar eine Abfuhr erteilen muss, indem man seine Stimme einer nationaldemokratischen und nationalen, ehrlichen, kleinen Elite geben muss. Und das seid ihr, das sind wir und niemand anders in Deutschland, liebe Freunde. Zweiter Punkt. Ja, Herr Pastor, wie geht denn das? Das geht nur und nichts anderes ist möglich. Das sage ich nicht aus dem Hut heraus. Und das ist Jahrzehnte gewachsen. Das ist eine jahrzehntelange Erfahrung. Das ist der Versuch einer Analyse. Das ist das Ergebnis des Kampfes auf der Straße in den Parlamenten. Das ist ganz einfach wesentlich für uns alle und für unsere Kinder. Wie? Wir Menschen, die europäische Ethnie, die Weißen des Abendlandes, wir brauchen den Dreiklang. Ohne diesen Dreiklang keine Tat, kein Kampf. Da ist zunächst einmal aus den riesen Wulst von Informationen sich herauszufiltern, welche Information dient denn unserer Nation zum physischen, biologischen Erhalt und welche Informationen versuchen dieser identitären, unendlichen, vererbbaren, genetisch bedingten Fortpflanzungskette das auszubescheren. Und wenn man das dann rausgefunden hat, weil wir nach dem Prinzip denken, es ist für die deutsche Nation alles richtig, was sie erhält. Und es ist für die französische Nation alles richtig, was sie erhält. Und es ist für die Maasai-Krieger in Afrika alles richtig, was ihren Stamm erhält. Und deswegen haben wir auch ein Recht für den Erhalt unserer Identität als Eigenwert, als kultureller und ethnischer Eigenwert bis aufs Messer einzustehen, sonst werden wir durch Überfremdung, kriegerische Ereignisse oder Manipulation durch die Verbreitungs- und Versiffungsindustrie von ZDF und ARD in 50 Jahren Geschichte sein. Die alternativlose Aufgabe einer jeden französischen Regierung, einer jeden englischen Regierung, einer jeden deutschen Regierung, einer jeden türkischen Regierung ist das Ziel des Volkserhaltes. Das ist der Auftrag des Staatsvolks. Jeder, der dagegen sich versündigt, gehört nach meiner Auffassung, nach rechtsstaatlichen Prinzipien bewertet
und notfalls abgeurteilt. Und bei Frau Merkel müsste man überprüfen, ob die überhaupt noch frei herumlaufen darf hier in der Bundesrepublik Deutschland. Letzter Punkt. Max Weber, ein großer Kopf der deutschen Nation. Er hat 1929 einmal versucht, den Deutschen näher zu bringen, dass es eine Gesinnungsethik gibt, also ein ethisches Verhalten einer Ethnie, eines Volkes auf der einen Seite, die wir heute in Gestalt der Gutmenschen vorfinden. Wir retten die Welt. Deutschland versorgt 250 Millionen Pakistani. Lass die Kindlein zu Frau Merkel kommen. Wir schaffen das. Gesinnungsethik. Und 50 Millionen Schwarzafrikaner alle 10,5 Monate, die den Gebärmüttern entkriechen in Schwarzafrika, sind doch auch kein Problem. Wir sind doch offen und tolerant. Wir sind doch ein reiches Land. Und das Geschäft, was bisher die Schlepperbanden, die internationalen Kartelle gemacht haben im Mittelmeer, das machen wir jetzt selbst, indem wir NGO-Schiffe in das Mittelmeer jagen und das dicke Geschäft dann nicht nur aufhört irgendwo in Süditalien, sondern dass dann die Wertschöpfungskette bis nach Kiel, Hamburg, München, Frankfurt am Main, Berlin getragen wird. Wir schöpfen alles ab und ihr habt das zu schaffen. Das ist das Credo, was diese Verräterin, die Volksverräterin Merkel, unserem deutschen Volk verordnet. Wir schaffen das in ihrem Luxusapartment. Da gibt es keinen Australneger, da gibt es keinen Schwarzafrikaner, da gibt es auch keine syrische Rauschgiftbande, sondern da gibt es hervorragende Sicherheitsbeamte, die dieser Volksverräterin es gestatten, dass sie unversehrt, womöglich noch jahrelang, den Verderb unseres Vaterlands zu leiten aus Berlin. Und da wir das so deutlich sagen und diese Bagage bekämpfen wollen und müssen, deswegen schreien sie nach NPD-Verbot, Mittelentzug. Und wenn das dann noch nicht reicht, dann wird sie Mittel und Wege finden, uns mittels der Waffe Geld im privatwirtschaftlichen Bereich verarmen zu lassen. So verbrecherisch ist dieses BRD-Parteiensystem. Der Beweis, dass es so läuft, ist auch damit erbracht, was die Wirklichkeit zeigt. Die 20 Millionen wurden hier in den Raum gestellt. Die finanzielle, soziale Vernichtung des Widerstands lautlos durch Überschuldung, das macht die Justiz, und durch die Masseneinwanderung, ohne dass ein Schuss fällt, das machen die Kulturbereicherer, die sehr häufig den Abschaum aus der ganzen Welt darstellen, die sich in Deutschland entstellig eingeben und hier die Hand aufhalten und auch noch begrüßt werden. Das ist die Katastrophe. Und deswegen sind wir keine Gesinnungsethiker, keine Gutmenschenträumer, wenngleich jedem von uns das Herz blutet, wenn man sieht, dass Frauen und Kinder in Syrien durch fahnenflüchtige junge Männer im Stich gelassen werden, um hier zu schmarotzen,
anstelle mit der Waffe in der Hand für den Freiheitsbegriff und das Freiheitsideal ihres Staates, ihres Volkes zu kämpfen und wenn nötig auch zu fallen, wie unsere Väter und Urgroßväter das beispielhaft in der deutschen Geschichte geleistet haben, liebe Freunde. Und das ist unsere Position. Und deswegen komme ich zum Schluss. Wenn ich euch zurufe, aus dem Glauben kann nur ein Wille erwachsen. Niemals andersrum. Erst kommt der Glaube und die Überzeugung für etwas. Dann kommt aus diesem Glauben, aus dieser Überzeugung der Wille. Und erst dann kommt die Tat. Deswegen lasst uns gemeinsam in der NPD uns weiterentwickeln. Mehr Glaubensträger müssen her. Und das Glauben bedeutet dann auch Wissen, indem man dann diesen Glauben überprüft. Das heißt Bildung. Und wenn diese Bildung dann da ist, dann erwächst aus dem Glauben das Wissen und aus dem Glauben der Wille und die Notwendigkeit zur Tat. Und die Verräterpolitik in Berlin und nicht nur dort und in Brüssel, die zeigt uns eindeutig, und da habe ich große Hoffnung, dass das nicht gut gehen wird. Weil diese Parteibonzenverbrecher Wind sehen und deswegen muss in ganz Europa die nationalistische und nationale Gegenfront aktiviert werden, indem wir sagen, wenn ihr Wind seht, dann sind wir Sturm. NPD, lasst uns Sturm sein. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Lieber Udo, ich glaube, im Landtag von Mecklenburg und Pommern hast du selten so einen Applaus gehabt in den 10 Jahren als Fraktionsvorsitzender. Ja, der Applaus war nicht zu groß, aber der Primitivwiderstand gegen meine Kameraden und gegen meine Person, der war natürlich immens. Und immer, wenn der Frau Brettschneider das Höschen feucht wurde, wie sie sagte, wenn einer von uns sprach, dann war das für uns wie ein innerlicher Parteitag. Oder nach deiner Rede würde ich empfehlen, vom Publikum aus gesehen, dass du ganz rechts außen Platz nimmst. Du hast ja gesagt, dass Farbe weiß bei den Deutschen ganz wichtig ist, aber Sackfeld, Sascha? Übrigens, bevor ich in die Fragerunde einsteige, Udo, ich beneide dich erstmal um dein volles Glas Wasser hier. Das sieht ja richtig köstlich aus. Ist das angekommen? Wunderbar. Man kann Wasser trinken, man kann es auch lassen, aber gut, kommen wir zur Fragerunde. Ja, lieber Udo, was ist aus deiner Sicht, und du kennst ja die NPD jetzt auch seit einigen Jahren, du kennst auch den parlamentarischen Betrieb, was ist aus deiner Sichtweise das Besondere an der NPD? Ja, also das Besondere an der NPD ist an sich zunächst einmal, dass sie von außen oft stärker wahrgenommen wird, als sie manchmal in Wirklichkeit ist. Das ist positiv oder negativ, aber eins ist es ganz gewiss. Wenn man uns nach außen hin stärker darstellt, dann heißt das, dass wir eine große Gefahr darstellen für einen Parteienunrechtsstaat,
der offensichtlich 5.000 oder 6.000 oder 7.000 Köpfe wie wir nicht ertragen kann, weil für diesen Staat das Risiko dieser 7.000 Freidenker größer ist als das Risiko, dass 40 oder 50 Millionen verblödete Fernsehzuschauer wach werden und eben das Gegenteil von dem tun, was sie tun sollten, nämlich rebellieren gegen dieses System. Und das ist ein Prädikat für uns. Das heißt also, was uns ausmacht, ist an sich, dass wir aus sehr wenig sehr viel machen können. Und das hängt zusammen, ich kann das nur auch von mir persönlich sagen und von vielen Kameraden, die ich kenne, das ist die geistige Kraft. Es gibt jenseits von Materialismus auch noch immaterielle Impulse, die über Jahrtausende vererbt wurden. Und ein Impuls, den die NPD so gut verkörpert, ist eben der Impuls des Freiheitsdranges. Dass man sagt, wir wollen frei sein, wie unsere Väter waren. Und das ist eben, was diesen kapitalistisch zentral gesteuerten Komitees in Amerika oder in Brüssel oder auch in Berlin so große Kopfschmerzen macht. Und deswegen stecken sie auch junge Kameraden ganz einfach nicht wie irgendein maghrebinischen Taschendieb 3 Tage in Untersuchungshaft, sondern schließen sie dann direkt weg für ein halbes Jahr, für ein Jahr oder zwei. Das ist alles machbar. Das ist ganz einfach ein Unrechts. Für mich ist das ein Unrechtsstaat insofern, als dass er. Als dass er dieses Unrecht auf den Boden des Rechts begeht. Und das ist strafverschärfend, wenn wir da einmal die Kompetenz und die Macht haben, danach zu gucken, wer ist denn dafür verantwortlich. Du hast ja als Fraktionsvorsitzender 10 Jahre lang sozusagen auch für uns den Kopf hingehalten in der Quasselbude von Schwerin, auch mit deinen Kameraden natürlich. Auch an dieser Stelle mal Dank, dass ihr für uns das lange durchgehalten habt, überhaupt durchgehalten habt. Kann man trotzdem sagen, jetzt spontan, was war der Höhepunkt in diesen 10 Jahren, das schönste Erlebnis? Gab es sowas, wo du sagst, das war ja, so ein innerer Durchmarsch? Ja, es gab 2 Parteitage innerliche. Der erste war, als mich mein Kamerad Stefan Köster sagte, der Direktor wolle mit uns reden. Und der Direktor, das ist so eine vollkommen neutrale Person, die uns absolut neutral und gerecht behandelt, genau wie die Frau Brettschneider. Wir haben übrigens das gleiche Parteibuch. Nee, da sollten wir dann mal hochkommen zu einem Gespräch und da wurde uns dann eröffnet. Ich bin dann mit Michael Abiewski hochgegangen und der Direktor hat es sehr feierlich gemacht. Die beeindrucken ja mit so Seelen wie hier, aber nicht um die kulturelle Erbauung zu pflegen, sondern um Angst und Eindruck zu schinden, damit man ganz klein wird. Das ist so wie an den Kirchen. Da sind die Klinken sehr, sehr hoch. Und die Menschen waren klein. Das war, wenn die da rein wollten, mussten die erstmal gucken. Und dann war schon Ehrfurcht, wenn die Tür aufging. Und so ist das heute auch. In diesen miesen, heiligen Hallen der sogenannten Demokratie macht man Eindruck mit Pomp und mit viel Blabla und mit viel Eindruck schinden. Das hat er auch versucht. Da war alles gerichtet für uns beiden. Und dann kam es, das war so ein Höhepunkt. Ja, Pastors, also was sie da anträgen und was sie da manchmal dann loslassen, Mensch, ja, ich sag, das ist doch jetzt gerade der Anfang, das ist doch gerade mal 8 Monate zu Gange. Ja, aber geht das nicht ein bisschen anders? Ich sag, wie meinen Sie das? Ja, man könnte das doch auch alles anders formulieren. Naja, ich sag, aber dann ist das ja nicht mehr das, was wir wollen. Wir wollen euch hier abschaffen. Ihr müsst hier raus aus dem. Und dann wurde gefragt, ob wir einen Tee oder einen Kaffee möchten. Und da stand Michael Andriewski auf, ein hochgeschätzter und hochverdienter Mitkämpfer, so in seiner Art, so wir kennen ihn ja hoffentlich alle. Hören Sie mal zu, ich glaube, Sie haben noch nicht verstanden, was hier los ist. Mit Ihnen haben wir Krieg, merken Sie sich das, Udo, komm, wir gehen. Weißt du, wir haben uns gegenseitig viel mehr gestützt und wir waren uns genug. Wir brauchten dieses Pack nicht. In unserer Fraktion waren wir uns Stärke genug und vor allen Dingen, und wenn ich das sagen darf, als jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen in die Jahre gekommener 65-jähriger
Kreis, dann ist es Folgendes, was in der Fraktion geklappt hat und was ich uns alle hier auch bitten möchte, vielleicht immer wieder zu versuchen, dass die persönlichen Unterschiede, die auch in uns wohnen, vollkommen zurückzutreten haben. Denn es wenn es um die Sache geht und wenn 10 Mann zusammensitzen, dann muss am Ende das akzeptiert werden, was die entscheiden, die wir uns gewählt haben, auch wenn es das nicht gefällt. Und das hat die Fraktion immer mit mir gemacht. Es gab nie eine Situation in den ganzen 10 Jahren, wo am Ende ich gesagt habe, so wird es gemacht und nicht so, wie ihr das jetzt sagt. Und darüber gab es dann, ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir mal darüber abstimmen mussten, weil es war eh sehr, sehr selten der Fall, weil wir in einem so großen geistigen politischen Gleichklang gekämpft haben, juristisch im Landtag, auf der Straße, mit eurer Unterstützung, der Bundespartei in Berlin nicht zu vergessen, mit Unterstützung finanzieller, moralischer Natur, mit Zuarbeiten und so weiter, dass ich mir das auch für die Partei in Berlin, in den Landesverbänden und in den Kreisverbänden wünsche. Macht euren Krach privat aus, aber in der Partei die Reihen fest geschlossen und dann marschieren wir zusammen gegen unseren Feind. So, alle guten Dinge sind 3 und das ist die abschließende Frage. Überall dominiert ja das Schlagwort Fachkräftemangel. Gut, dass wir im Bundestag Fachkräftemangel haben, ist bekannt. Aber da stehen ja hier genügend Fachkräfte bereit für die Zukunft, gar kein Thema. Das soll nicht das Problem sein. Kurz zusammengefasst, was sind die Ursachen und wie kann man gegebenenfalls eine Lösung aussehen? Also zunächst muss man mal sagen, wir haben einen Fachkräftemangel in Deutschland. Aber den haben wir nicht im Bereich der Facharbeiter oder der Ingenieure, sondern den haben wir ganz explizit im Bereich der Leute, die in Berlin da in diesem Kuppelbau sitzen und sich Politiker nennen und das Wohl des deutschen Volkes vertreten wollen. Da müssen wir Fachleute haben, denn da sitzen ganz einfach entweder 70% Pfeifen, auf die können wir pfeifen, und die 30% Qualifizierten, die da sitzen, die schätze ich auf 30% ungefähr, das sind weitestgehend Opportunisten, die nichts anderes wollen, als so weitermachen. Weil das, was sie glauben, was richtig ist, ist ja alternativlos. Insofern ist das also, Fachkräftemangel haben wir in Berlin, manche sagen da in der Knesset, aber wir haben keinen... Es darf da geklatscht werden, wir haben da kein Problem damit. Wir haben keinen Fachkräftemangel objektiver Natur, dass wir zu wenig Ingenieure hätten. Wenn man sich die Zahlen der Industrie- und Handelskammern anschaut, dann sagen die natürlich, wir haben Fachkräftemangel. Steckt eine Menge Geld in diese Kampagnen, dass wir mehr Ingenieure brauchen, mehr Gesellen, mehr Meister und so weiter und so fort. Das machen die natürlich, dass, wenn es irgendwie geht, der Geselle nicht mehr als 12,50 Euro brutto hat. Da müssen immer noch so das Dreifache, wenn es geht, aus Timbuktu sein. Dann kriegen die einen Schein, dann sind die Klempnermeister. Da fliegt hier der Gasofen um die Bude, in der Bude hoch. Oder die erkennen an irgendwelche Abschlüsse mit großem Druck auf die Löhne der Facharbeiter in erster Linie. Und dann Akademiker. Arbeitslosigkeit bei den Akademikern, die ist riesengroß. Da geht es von einem wissenschaftlichen Mitarbeiter bei den Universitäten, da geht es von einem Praktikum ins nächste. Objektiv kann in Deutschland im Moment, das ist mein Kenntnisstand, überhaupt gar keiner sagen, dass wir wie viel in welchem Gebiet Fachkräftemangel hätten, weil die Erhebungsgrundlage objektiv überhaupt gar nicht da ist. Das ist alles Lobbygeklingel. Das ist eine große Lebenslüge, wie diese BRD an sich eine der größten Lebenslügen der deutschen Geschichte ist. Applaus
Vielen Dank, Udo. Und ich übergebe meine charmante Moderatorin.